Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video zu Path of Exile, jetzt im Endgame. Ich habe eine Level 88 oder ja 88 ja, Necromancerin und geskillt habe ich nach dem Newbie-Build vom ja unter Drogen irgendwie. Schau mal kurz. Da. Dieser Bild, den werde ich unten verlinken, unter Steroids, genau. Und das in Solo Self-Found, also ich habe jetzt noch nicht alle gute Items. Ich habe zwar das Schwert in Grundform, aber ich muss das abgegradete Schwert holen von Anordnung der Königin. Ja, ich habe heute ja, recht viel gespielt. Und habe hier noch Queen of the Forest bekommen. Und ja, der Rest ist verkauft. Ich habe hier noch eine Quest vorbereitet mit einem der Bosse, der Exiles, die Shaper und Elder getötet haben irgendwie. Und dem müssen wir nachjagen. Also müssen 8 von ihnen nachjagen. Das werden wir hier sehen. Hier ist Tierns Ende. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, Gebiete gibt es. Die sind unterteilt in diese gelben ja, Schnüre. Und ich habe jetzt hier genug Quest, Maps gemacht, um Tieren herauszufordern. Und das machen wir gleich mal. Sorry, dass ich noch ein bisschen krank wirke, aber ja, es will einfach nicht weggehen. Da habe ich das schon ein paar Tage, so ungefähr 6 Tage. Und es kommt immer wieder etwas Neues dazu und so weiter. Und deshalb, ja, geht es gerade nicht so gut mit dem Reden. Ich bin heißer und ja, habe Halsschmerzen. Also tut mir leid. So. Direkt mal, ich denke mal durchrushen. Wir müssen jetzt die Map eigentlich nicht so machen. Oder wir machen einfach mal den Boss und danach am Schluss dann der Rest von der Map. Gehen jetzt mal ja, rechts runter hier. Denn natürlich ist der Bild jetzt noch nicht so stark, aber ich denke, rote Maps kann ich auch easy machen. Einfach so T15 vielleicht noch nicht ganz. Ist ja auch T, ist auch rot, aber könnte ich vielleicht noch schaffen mit Geduld. Weil er haltet eigentlich sehr viel aus, ist schnell. Und ja, im Notfall kann ich immer noch die Wahlskelette benutzen, die einfach alles zersäbeln. Einfach nur krass. Ja, das Balancing ist halt leider ein bisschen kaputt in diesem Game. Die meisten regen sich auf, dass es auch ein bisschen langweilig ist, die, der Atlas. Aber ich finde ihn irgendwie mega interessant. Ist natürlich Zufall, aber Zufall ist ja eigentlich auch schön. Zufall kann auch positiv sein. So, der normale Boss ist down. Eine Hafenkarte. Jetzt können wir direkt hier rein und diesen Boss hier machen. Es könnte ein bisschen schwer werden, weil manchmal die echt unfaire Attacken drauf haben. Aber ja, sieht eigentlich gut aus. Er kann einfach mal nichts machen. Was ist denn das? Ein Schuh? Man sieht es irgendwie nicht so richtig. Also wenn ihr ein Anfängerbild sucht, dann dieser ja, Zombie-Bild. Ja, ich bin mit bei mir eher ein Skelettenbild ist. So, okay, interessant. Oh, ein golden. Sehr interessant. Was ist jetzt hier die... Hä? Kommt jetzt der Shaper? Irgendwie haben wir etwas
freigeschalten. Die Sache ist jetzt, ich habe jetzt eher große Maps gemacht. Ich habe es jetzt hier reingetan. Aber eigentlich sollte man die hier rein tun, weil dann einfach mehr kommen, aber es ist keine gekommen. Also habe ich jetzt hier einfach T10, 8 und so gemacht. Und jetzt kam er. Also müssen wir eigentlich den auch wieder irgendwo hier rein tun. Wieso nicht auch wieder zu ihm? Ja, sie sind nicht hochgestuft worden. Vielleicht ein bisschen eins oder so. Aber eigentlich sollte hier drüben noch größer werden. Na, da haben wir einen. Dann hier unten. Als nächstes. Sehr schön. Hier haben wir, ja, durch den F-Feuerwiderstand ist eigentlich nichts. Aber wir können ja mal die Hafen shaped, also gelbe Hafen machen. Das Problem ist, das sind immer weiße Maps. Das spawnt, droppt nicht so viel. Oder? Ja, ist immer weiß. Es lohnt sich jetzt, die Map nicht fertig zu machen. Wir haben den Boss besiegt. Wir könnten jetzt eigentlich noch das Metamorph-Zeugs machen. Und dann vielleicht noch ein bisschen Delfen. Ja. Gehen wir jetzt raus. Kurz. Fertig ist hier. So. Ist nichts mehr gedroppt. Ja, gut. Also, Schrott. Hausruinen. Ja, gut. Hier drüben habe ich die Qualitäts-Items für die Chaos-Orbs. Und hier unten habe ich einfach die Items, die ich gerade eigentlich nutzen möchte, aber irgendwie noch etwas fehlt. Ich könnte eigentlich diesen hier noch nehmen, aber es bringt nicht so viel Damage. Es wandelt nur um. Deshalb lieber Resistenzen, auch wenn der Seit im Schrott ist. Ja, gut. Ja, allein Or, da. Blindes Löwen. Und hier hat Jeffreys Heiligtum, das ich unbedingt brauche für das für ein Bild, aber ohne Energy Shield. Ja, ich habe nur sehr wenig Energy Shield. Bringt die Rüstung auch nicht. Kann gerne mal jemand ein paar Tipps geben, weil ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Überlegen, weil ja ich solo Cellphone spiele. Habe ich irgendwie, ja, das Gefühl, mir fehlen viele Items. Oder? Und deshalb, ja. Kann ich eigentlich sagen, ja. Ich brauche unbedingt diesen Dolch, glaube ich, hier. Ja, diesen Dolch hier. Und der droppt einfach nicht. Na gut. Was wollten wir machen, genau? Wir basteln uns hier was zusammen, was gut. Passt. Wenn wir mal den hier nehmen. Den hier. Den hier. Und den hier. Ich hoffe, das schaffe ich. Ah ja, Auge brauche ich noch. So. Ich hoffe, ich schaff's. Könnten schon schwer sein, aber gut. Der könnte schwer sein. Oh ja, das ist der. Nein. One-Hitten nicht fast.
Okay, weniger Items kannst du auch nicht droppen, hä? Gut, gut. Das ist viel. Könnt gleich nochmal euch anzeigen. Ja, wie soll ich das alles einsammeln? Es ist kreuz und quer. Boah. Too much clutter. Heftigst. So viel hat er noch nie getroppt. Uiuiuiui. Schon heftig, ey. Ich schmeiße einfach alles in die große Kiste rein. Und schaue das nachher raus. So. Nochmal. Und zwar. Hier nochmal. Einfach nur alles, das Oberste. Das ist das Unterste. Da unten. Kann man die irgendwie schnell. Ja. Sehr gut. Nein. Heftigst. Man sieht einfach gar nichts mehr vom Kampf. Das könnte gute Loot sein, so ich sehe. Nämlich ein Beschwörer-Zauberstab war da. Ja. Too much clutter. Okay. Oh je, einfach zu heftig. Ja, die Sache. Ja. Skarabs, wann nutzen? Eigentlich nur in roten Maps nutze ich die. Das ist so schlechte Maps. Eigentlich sollten die besseren Maps, also gelb, zu gelben gemachten, droppen. Also wir haben hier einen Zauberschock, wir haben Juwel für Viperslash, Viperschlag. Wir haben Queen of the Forest. Da auch mal mit Tarnen, wie man sagt. Ja, auch. Doppelte Verzauberung ist sehr nett. Machen wir mal richtig hin. So. Und dann kurz zurück ins Lager. Können wir noch kurz ein bisschen delfen. Da habe ich nämlich ein paar gefunden, die ich eigentlich mit euch machen möchte. Strongholds, oder wie sie heißen. Enthüllen, genau. Enthüllen, Kreaturen. Ja, das ist nicht so gebracht, natürlich. Bei Synergie habe ich, oder wie heißt das schon wieder? Syndicate, genau, Syndicate. Habe ich auch schon ziemlich viel gemacht.
Also einmal der große Boss besiegt, der ganz oben ist. Und jetzt wieder ein bisschen weniger. Kann Kreaturenmodifikationen annehmen, aber hat keine. Ja, gut. Ja, nicht so gut gerollt. Naja, geht so. Schade. Oh, das ist schade. Haben wir noch keinen. Ich könnte eigentlich die wieder stärker machen. So. Weil wir hier irgendwo ein schlechtes haben, ein schlechtes Juwel. Hallo. Und ja, okay, wir schauen, aber. Ich brauche unbedingt noch mehr Juwelen-Slots. Ah ja, hier. Nächstes Level ist das Juwelen-Slot. Okay. Fälschung. Minenlager, Minenlager. Brauche ich nicht. So, wo sind wir? 73. Ja, die machen schon fett Schaden, aber sie noch low level, also noch nicht so hochlevelig. Wir müssen unbedingt den Bild ein bisschen stärken. Das werde ich in den nächsten paar Folgen natürlich machen. Also einfach, ich passe auf, dass ich nicht irgendwo in einen starken Angriff reinlaufe. Also nicht wundern, wenn ich jetzt ein bisschen weniger rede. Eigentlich bin ich noch nicht so weit im Delph gewesen, weil ich immer Solo-Self anspiele und einfach wenig Zeit habe. Aber mittlerweile habe ich mehr Zeit und deshalb bin ich auch weiter diese Season, diese Liga. Ja. Vielleicht sind wir die Stärke geworden, sind wir Glück. Dachte ich schon, ja, sie würden versuchen, einfach schwächer zu werden, aber ne, ich habe das Juwel rausgenommen. Das Juwel ist eigentlich stärker, als es aussieht. Solange ich Skelette nutze, muss ich die From Dust benutzen. Ah ja, ich wollte ja das Stronghold machen, stimmt. Oh, Fackelkiste, sehr schön. Bitte öfters Fackelkisten. Ja, die Krabben halten ein bisschen mehr aus. Oh. Zerstörung! Ich liebe einfach Power Exile, da kann man immer sehr schnell immer wieder einschalten, spielen und dann wieder, wenn man nicht so viel Zeit hat, beenden. Es ist nicht so ein mega langes, langsames Spiel, es ist echt schnell und dafür liebe ich es auch. So, Krabben. Macht mal halblang. Kakerlaken. Ja, ja, ja. So.
Schauen wir mal, hier oben ist es. Ja, es geht halt noch einige Zeit, aber es könnte etwas Cooles sein. Also ich mache auf jeden Fall, wenn ich hier weitermache mit Delphin, ein weiteres Video und zeige es euch dann. Ich hoffe, es ist bei euch nicht zu laut. Ich habe jetzt gerade nicht getestet, ich bin einfach zu faul zum gerade testen. Boah. Gewesen. Und ich habe ja gerade die Mission freigespielt und deshalb hatte ich so ein BAM! Sofort aufnehmen. Ja, je nach Gebiet sind die Gegner ein bisschen stärker. Schon die Fackelkiste. Ja. Keine Fackel bereit gehabt. Kein Platz. So. Nein. Ich habe übrigens leise, also ich höre fast gar keine Waffengeräusche. Weil ich das Gamepad runtergestellt habe. Oh, endlich mein Mimik. Noch eins. Oh. Der lohnt sich doch noch. Oh, genau. Solche Sachen, die ich niemals bräuchte. Zum dritten Mal diesen Schädelhelm heute. Oh Mann. So nervig, ey. Aber 60 Zauberschaden. Okay. Von mir aus. Ja, ich muss sowieso noch mal ein bisschen Sulfid haben. Das werde ich aufs nächste Video verarmen, hä? Das ist nix. Ich einfach nichts finde. Hilfe ist böse. So schwer, also schwere Gegner, aber ne, kein Loot. Ja gut. Starten wir halt. Ich könnte den Licht machen, damit sie besiegbar sind, aber ne. Ja, was? Fackeln benutzen. Also ich bekomme kaum Schaden mehr über im Licht. In der Dunkelheit. Natürlich, wenn ich höher runtergehe, aber dafür muss ich zuerst Items haben, die mich besser schützen können. Und deshalb ja. Sehen wir den einfach gar nicht.
Der wurde besiegt. Okay. Ich finde toll, dass die da mich manchmal verfolgen und dann einfach ins Licht laufen und sterben. Tja, ja. Also. Was sollen wir jetzt nehmen? Nochmals Licht dran. Wow, hat nichts gebracht. Ist immer nur 75. Aber wir bekommen sehr viel Öl. Schaden muss man nicht hoch machen bei den Dynamit. Prima. Also dann. Bis zum nächsten Video. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.